Hallo Fußballfreunde und willkommen zur nächsten FIFA 18 Karrieremodus-Folge mit dem SC Paderborn. Heute steht also der letzte Tag oder die letzten Tage des Transferfensters an. Dann spielen wir unter anderem auch gegen Heidenheim, Braunschweig und Erzgebirge Aue. Ich weiß, von euch mögen so viele das simulieren nicht, aber trotzdem, es bleibt dabei, auch wenn ich bei der Schalke-Karriere ein bisschen geändert habe. Wir werden zwei Spiele simulieren, ein Spiel spielen pro Folge. Ich habe mich einfach dazu entschieden, das so beizubehalten. Nur am Rande. Also werden heute noch einen Stürmer verpflichten, das stand ja immer auch bei mir oben auf der Liste. Wir können ja auch mal ein bisschen aufräumen, wenn man so will. Kutschke wird nicht kommen, wie auch Philipp Hofmann nicht. Aber ich habe noch drei neue Namen. Drei waren es, glaube ich, auch. Ja, Beuth und Platte werden es auch nicht werden. Also das wäre zum einen Lukas Höhler von Sandhausen. Ist, glaube ich, vom Finanziellen her möglich. Hat auch einer in die Kommentare geschrieben, Ejoa ist mir noch eingefallen, könnte finanziell aber relativ schwierig werden, ihn zu bekommen. Stand ja im letzten Jahr schon auch bei uns auf der Liste, hat einer vorgeschlagen, da habe ich ihn mir nicht geholt. Und dann noch Tim Klein, den werde ich mal eine ganz, ganz starke Verstärkung. Finanziell relativ schwierig, ich würde sagen, wir probieren es bei Ejoa mit einer Laie. Okay, können wir schon mal vergessen. Ich würde dann echt mal gern probieren, Lukas Höhler fest zu verpflichten. Ist ja auch Zweitliga erfahren von Sandhausen. Das sollte eigentlich relativ gut passen. Ja, Spielertausch macht keinen Sinn, weil wir keinen Spieler mehr haben, den wir da anbieten können. Ja, vielleicht 900.000 erstmal so als Einstiegsangebot. Und die Rechten und direkt mal versaut. Ich dachte jetzt, bei Höhler hätten wir noch die größten Chancen. Dann probieren wir es nochmal bei Kleindienst. Aber auch da wird es, denke ich mal, vom Finanziellen her. Ja, wäre natürlich schon wieder bitter, wenn wir die ersten drei Namen direkt mal wieder streichen könnten. Aber vielleicht 1 Million. Oh, doch, das ist lächerlich. Okay, auch dort sind wir raus. Dann bleibt wohl noch Ejoa. Jetzt echt bitter, wenn wir hier auch das nicht hinkriegen würden. Ah, okay. Immerhin können wir jetzt noch verhandeln. Ich würde sagen, Weiterverkaufsgebühr von 20%. Ein bisschen niedriger sollte dann die Ablösung schon liegen. Das Gehalt müssen wir auch noch irgendwie stemmen. Okay, das können wir vergessen. Die werden jetzt sowas von hochgehen. Also auch hier sind wir gescheitert in den Verhandlungen. Jetzt ist die Frage, wen holen wir uns? Ich hätte jetzt noch einen Namen, der mir so spontan einfallen würde. Das wäre Aziz Bouadous oder Ashish, keine Ahnung. Obwohl. Nee, das können wir lassen. Wäre ein guter Stürmer von der Geschwindigkeit her relativ gut. Von der Stärke und sowas her richtig gut. Viel zu teuer. Ist echt die Frage, was wir jetzt noch machen. Wir brauchen noch einen Stürmer. Aber die Frage ist echt gerade, wen? Also wie gesagt, ich unterbreche das Video jetzt mal kurz. Ich werde mich nach Stürmern umschauen. Hab dann gleich ein paar Kandidaten für euch. Und ich verspreche euch, wir werden uns noch einen neuen Stürmer holen. Und mir ist gerade ein ordentliches Missgeschick passiert. Ich habe nicht aufgenommen, nachdem ich euch eigentlich die Stürmer präsentieren wollte. Ich hatte als Kandidaten Scheffler, Bergren und Benschop. Alle drei sind gescheitert. Wir haben uns zwei neue Spieler geholt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend für euch. Das sind zwei Schalker. Haji Wright und Donis Afdijay. Tut mir komplett leid, dass ich das irgendwie gerade voll verschissen habe. Aber ansonsten gab es halt auch nicht viel zu sehen. Wir sind in den Verhandlungen kläglich gescheitert. Also, wir haben uns Donis Afdijay geholt für vorne drin und auch noch Haji Wright. Damit bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Wir haben auch noch ein bisschen Kohle zur Verfügung, werden aber nichts mehr machen. Ich weiß jetzt gerade auch, ehrlich gesagt, selber nicht, warum ich nicht aufgenommen habe. Na, egal, es war jetzt halt, wie gesagt, auch nicht so viel Wichtiges dabei. Jetzt ist auf jeden Fall letzter Transfertag, wir werden nichts mehr machen. Wie gesagt, ich habe mir jetzt noch Wright geholt für vorne drin von Schalke. Und zudem auch noch Donis Afdijay, sehr, sehr flexibel, kann offensiv im 4-4-2 alles spielen. Deswegen, das ist ein wirklich guter Transfer noch für uns. Oder besser gesagt, ein richtig guter Transfer, weil Donis Afdijay hat eine 74. Somit einer unserer Besten. Also gucken wir mal kurz rein in den Kader. Wir werden ein bisschen was umstellen für das heutige Spiel. Haji Wright mit auf die Bank, Afdijay ebenfalls. Obwohl ich Afdijay eigentlich auch mal direkt spielen lassen würde für Zolinski. Ein Stoppelkampf nach
Stoppelkamp nach rechts, Afdijay nach links. Und dann wäre noch Ziegler rein. Würde ich sagen, passt die erste Elf für dieses Spiel gegen Heidenheim, was wir simulieren werden. Und hoffentlich gewinnen werden. Ja, obwohl unentschieden würde auch schon ganz gut passen. Meiner Meinung nach. Ah, 1:2 Pleite. Gegen Heidenheim. Naja. Eine Simulation könnte uns das Genick brechen. Dann müssen wir echt nochmal überlegen, wie wir das machen, weil so wird es halt echt schwierig, weiter auf oder nochmal aufzusteigen in die erste Liga. Ah, schwierig. Transferangebot für Botzek. Ne, kein Interesse. Nicht an Dresden. Und nicht für 500.000. Ist erstmal Länderspielreise, wodurch jetzt also ein bisschen Pause ist. Und ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir das mit der Simulation so weitermachen wollen. Sollten. Ah, weil das wird schon echt schwierig dann. Oh, Scout-Abschlussberichte zu Kutschko, Hofmann, Benesch. Alle drei kommen nicht. Deswegen ist auch der Scout-Abschlussbericht uninteressant. Das Training mache ich bald auf jeden Fall auch nochmal neu, dass wir noch ein paar andere Spieler trainieren lassen werden. Jetzt für den Moment passt das erstmal. Also es geht jetzt gegen Braunschweig, das werden wir auf jeden Fall spielen. Aber eigentlich, na, danach geht's gegen Aue. Okay, wir spielen beides. Wir spielen beide Spiele auch heute noch. Und dann in der nächsten Folge dann gegen Düsseldorf, Ingolstadt und Dresden werden wir auch zwei Spiele spielen. Das macht einfach deutlich mehr Sinn. Ich würde mal gerne noch kurz drauf schauen. Obwohl Afdijay hatte die 17, das passt. Also wir können reingehen gegen Braunschweig mit dem SC Paderborn. Ich spiele in Rot, Braunschweig in Blau und Gelb. Die erste Elf sieht eigentlich relativ gut aus. Ich würde noch Vassey reinmachen. Und Luke Hemmerich. Ja, dann können wir eigentlich auch mit dieser ersten Elf in die Partie hineingehen. Somit sind wir also in Braunschweig. Braunschweig empfängt Paderborn. Vierter Spieltag steht an. Ein Sieg haben wir uns geholt am ersten Spieltag. Danach gab es zwei Niederlagen per Simulation. Also, wir brauchen hier einen Sieg. Und harte Herz, ah, der war ein bisschen zu kurz, aber dann gut mit zurückgearbeitet, direkt den Ball wiedergeholt. Afdijay, Eggestein. Und Luke Hemmerich, der mir zuletzt gut gefallen hat. Auf der Position des rechten Verteidigers. Auch hier ist das gut gemacht. Oh, Michel kommt nicht dran. Wieder Hemmerich. Doppelkamp abgeblockt. Und noch einmal. Hemmerich, Michael. Und da ist Afdijay. Afdijay! Boah, was eine Chance. Nächster Abschluss und Leopold Zingerle. Das erste Mal gefordert heute. Aber kein wirkliches Problem für ihn. Vassey, der war wichtig. Und Pause ist hier also. 0-0 gegen Braunschweig. Ja, ist eigentlich vom Gegner in Ordnung, aber wir waren hier schon das bessere Team. Wir werden jetzt wechseln. Michel hat mir jetzt nicht so überragend gut gefallen. Wir bringen Haji Wright. Hoffentlich kann der schon zeigen, was er drauf hat. Ja, wir sollten das Spiel eigentlich schon gewinnen. Die Flanke ist sehr gut. Boah, eine Riesengelegenheit für Braunschweig. Pledel war das. Boah. Muss er eigentlich das Tor machen. Zum Glück nicht. Right. Gut behauptet. Hartherz und Afdijay. Stoppelkamp. Right. Stoppelkamp. Das ist gut gespielt. Oh. Afdijay. Stoppelkamp. Eggestein. Right. Stoppelkamp muss mitmachen. Und der macht mit. Stoppelkamp wieder abgeblockt. Das gibt's nicht. Das gibt's ja nicht, dass wir das Ding nicht gewinnen. Wir waren das bessere Team.
gegen Braunschweig. Muss man einfach so klar sagen, wir waren besser. Und wir hätten das Tor machen müssen. Boah, ist das bitter, dass wir so ein Spiel hier nicht gewinnen. Ja, wenn wir halt solche Spiele wirklich dann nur unentschieden spielen, dann wird es halt auch einfach schwer, aufzusteigen und durchzumarschieren. Weil dann musst du halt echt so eine überragende Saison spielen. Und jetzt sind halt natürlich erst 4 Spieltage rum. Ist noch nicht wirklich viel passiert, aber man muss halt auch dazu sagen, wir haben halt auch erst 4 Punkte geholt aus den ersten 4 Spielen. Da muss noch ein bisschen mehr kommen in den nächsten Spielen. Aber man muss auch dazu sagen, Neuzugänge wie Moritz Stoppelkamp schlagen halt schon wirklich gut ein. Darf man auch nicht vergessen. Ich würde im nächsten Spiel mal gerne ein anderes System ausprobieren, was auch Paderborn in der erfolgreichen Zeit, wenn man so will, in der zweiten und ersten Liga öfters mal gespielt hat. Ein 4-1-4-1. Will ich mal gerne gucken, wie das so klappt. So, da mal dann ein bisschen probieren. Also, so ein System. Ja, genau das meine ich. Also, Stoppelkamp links. Und Zulinski rechts. Und dann Geiger auf der 6 und Vassey und Afdijay zentral. Bin ich mal gespannt, wie das klappt. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Und mit dieser 11 gehen wir dann auch in die Partie hinein gegen Erzgebirge Aue. Und hier sind wir also in Paderborn. Bestes Fußballwetter. Wir spielen gegen Aue. Und wir brauchen einen Sieg. Wir spielen auf ausgeglichen Pressing und Konter. Und wir haben Anstoß. Und das Spiel läuft. Zulinski, Eggestein. Hat ein bisschen Platz. Ja, warum denn nicht? Wurde nicht wirklich angegriffen, Johannes Eggestein. Man kann es dann aber probieren. Aue heute mit Fünferkette. Köpke gut gespielt. Und die erste Gelegenheit hier für Aue aber abgeblockt. Und vielleicht die Kontergelegenheit. Ne. War ein bisschen zu kurz. Der Pass auf Stoppelkamp. Und das ist abseits. Und wir haben die Kugel wieder. Uwe Hünemeyer. Und was, ey, das ist klasse gespielt. Stoppelkamp. So, Eggestein muss in Position laufen. Tut er nicht. Da hinten kommt Afdijay. Und das ist richtig gut. Oh, Eggestein. Braucht einen Ticken zu lange. Und nochmal Eggestein. Gut abgelegt. Ah, wir waren jetzt am Drücker hier. Nochmal kurz vor der Pause. Aber es ist eben halt auch fast die Nachspielzeit. Oben nochmal ein langer Ball von Aue. Die einzigen unter allein mit langen Bällen hier heute spielen. Also eine gute erste Hälfte von uns. Wir haben wieder relativ gute Chancen. Auch wenn da noch der letzte, ja, die letzte Konsequenz noch ein bisschen fehlt. Ich würde sagen, wir wechseln. Wir bringen mal Michel auf die Doppel-8. Vielleicht kann er da ein bisschen mehr überzeugen, anstatt als Stürmer in der zweiten Liga. Ein bisschen offensiver nun. Zweite Halbzeit läuft, weiter geht's. Wir müssen das Ding hier gewinnen. Michel, gut gespielt. Geiger. Da ist wieder Eggestein. Boah! Ich weiß nicht, ob er da einen Schlag abbekommen hat oder ob es dann schon fair Ball gespielt war. Sah auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Und Zulinski. Und Eggestein, das ist gut gespielt. Das ist gut gespielt. Und da müssen wir noch mehr rausmachen. Wer macht mit? Eggestein, Eckball gibt's. Kommt. Stoppelkamp. Hünemeyer. Eggestein. Geiger. Afdijay. Im zweiten Durchgang noch nichts zu sehen, aber der Ball ist gut. Der Ball ist richtig gut! Zulinski! 1-0 Paderborn! Endlich! Endlich führen wir hier. Das ist hochverdient. 75. Minute. Afdijay. Klasse Ball und Zulinski macht es dann selber. Und aus dem Winkel macht das richtig, richtig gut. Ben Zulinski, erstes Tor hier in der neuen Saison. Am 5. Spieltag. So, lassen wir uns das noch nehmen. Wäre schwach, weil Aue nach vorne noch gar nicht aktiv gewesen.
stehen nur hinten drin. Und das dürfen wir uns nicht mehr nehmen lassen. Stoppelkamp. Nächster Anlauf hier von uns. Und er gibt keinen Elfmeter. Er gibt keinen Elfmeter. Hätte ich mal gerne Videobeweis. Also, der Ball trifft. Also, ah, doch, er gibt Elfmeter. Habe ich gar nicht mehr. Ah, ich habe den Pfiff gar nicht gehört. So, wir kriegen hier einen Elfmeter. Johannes Eggestein. Mach das Ding klar. Oh, Mendel hält. Und die Chance. Und Singerle hat jetzt verändert den Eckball auf Kosten eines Ballverlusts. Wow. Riesengelegenheit. Michael Eggestein. Afdijay. Eggestein. Entscheiden war das Ding. Ja, hätten wir eher abspielen sollen. Das können wir uns nicht mehr nehmen lassen. Geiger dazwischen. Einwurf gibt es nochmal. Hier müsste aber jeden Moment Schluss sein. Willst du noch den Angriff irgendwie überleben? Und das tun wir auch. Und wir holen uns den Sieg. Wir schlagen Erzgebirge Aue verdient. Mit 1:0. Wir waren... Das war jetzt nicht ein überragendes Spiel von uns, aber wir waren hier schon insgesamt das bessere Team. Haben ein gutes Spiel gezeigt. Und somit gewinnen wir hier verdient. Mit 1:0 gegen Aue. Und setzen uns wahrscheinlich so ins obere Tabellenmittelfeld. Morgen sehen wir uns wieder bei Schalke, bei Paderborn und natürlich auch bei Instagram.